Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 19 Video auf meinem Kanal. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, Freunde, heute geht es um mein 25k La Liga Squad, das ich euch vorstellen werde. Es ist ein Low-Budget-Team, das ich für euch zusammengestellt habe. Natürlich habe ich noch ein paar Tipps, beziehungsweise noch ein paar Spieler, die ihr auswechseln könnt, wenn sie euch im Ingame nicht gefallen werden. Und ja, ansonsten würde ich sagen, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefällt, und ihr könnt auch kostenlos abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos in Zukunft verpasst. Dann würde ich mal sagen, starten wir direkt mal. Dieses Squad, was ich euch jetzt hier aufgebaut habe, ist mit den aktuellen Preisen von den Spielern auf ca. 25.000, also 25.000 Münzen. Für diese Mannschaft, es ist eine sehr gute und overpowerte Mannschaft, wenn ihr bedenkt, was ihr hier hinten und vorne für schnelle Spieler habt. Allgemein habe ich auf Geschwindigkeit gesetzt, und natürlich, es muss ja auch so ein Mittelding sein zwischen Schnelligkeit, gute Verteidigung und auch hier Mittelfeld. Es muss einfach ausbalanciert werden. Und ja, die Spieler werde ich euch jetzt trotzdem mal alle vorlesen. Und zwar für Lopez ist der aktuelle Stand bei einem 1000er. Dann gehen wir hier in die Innenverteidigung mit Fernandes. Fernandes kriegt ihr für 2,8. Costa liegt auch bei 1,2. Semedo ist einer, der jetzt ein bisschen mehr kostet. Semedo liegt jetzt bei 3,8. Bartra müssen wir mal reinschauen, was der wert ist. Aber ich denke, der ist auch jetzt nicht so übertrieben teuer. Also 2,3 haben wir gesehen, schon 2000. Ja, zwischen 2000 Münzen, und vielleicht kriegt ihr den auch günstiger. Und dann gehen wir direkt mal weiter zu Rafinha. Rafinha bekommt ihr für 1,5. Natürlich müsst ihr auch eine Sache bedenken, bevor ich jetzt weitermache. Hier könnt ihr ja sehen, ZDM, und er ist nicht auf der richtigen Position. Das könnt ihr alles mit einem Positionschanger auf jeden Fall wechseln. Genauso wie hier oben, macht ihr von RM auf RF. So, dann machen wir mal weiter. Da haben wir hier Partey, also 3500 Münzen. Jetzt einer der teureren Mittelfeldspieler hier ist Was, der mit 5000 Münzen am Start ist. Dann springen wir direkt mal weiter hier auf Morales. Morales sehr schnell, 87 Tempo, also 77 Schuss, ist eigentlich ein sehr guter Mittelfeldspieler, aber ihr könnt den auch für die Flügel benutzen als linker Flügel, und er liegt bei ca. 1400-1500 Münzen. Dann springen wir auf Gameiro. Gameiro muss ich nichts zu sagen, der hat auch letzte Saison sehr viele Team of the Weeks Karten bekommen, und ja, der liegt jetzt zwischen 2,2 und 2,3. Martins, denk mal, habe ich richtig ausgesprochen, ja, Martins, der ist ein sehr schneller Spieler, also da müsst ihr auf jeden Fall auf den Seiten gut mit ihm umgehen können, und ihr werdet es jedem Gegner schwer machen mit solche schnellen Außenspieler wie Morales und Martins, und dann habt ihr halt einen Topstürmer, der alles kann. Und ja, Martins liegt auch bei 1500 Münzen, also 25k für dieses Team. Ich habe euch hier natürlich noch ein paar Spieler mitgebracht, die ihr auch wechseln könnt, die aber auch zum Teil mehr kosten als jetzt die Spieler, die ich ausgewählt habe. Deswegen müsst ihr auch im Hinterkopf behalten, dass die Spieler auf jeden Fall dann oder die Mannschaft teurer werden kann. Und da müsst ihr im Klaren sein, 25k Budget finde ich okay. Da haben wir einmal Williams als Stürmer für Gameiro. Dann haben wir hier Mariano, auch guter Stürmer für Gameiro. Einen linken Flügel für Morales. Und ja, ansonsten haben wir hier auch einen linken Mittelfeldspieler, den könnt ihr auch für Morales einsetzen. Dann habe ich für die rechte Seite, das wäre rechts vorne, Castillejo. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Auch sehr solider Spieler. Ansonsten habe ich für Costa einmal Gaia, und für Semedo habe ich Kappa. Ja, sehr gute Spieler, kann ich nichts zu sagen. Wenn ihr beim nächsten Mal vielleicht ein Bundesliga-Team sehen wollt oder ein Premier League-Team, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ich werde auf jeden Fall weitere Videos für euch machen. Ansonsten
war es das mit dem Video. Wenn ihr mehrere Teams sehen wollt, die vielleicht ein bisschen mehr wert sind, wie ein 100, zwischen 100 und 200k Team, kann ich euch das auf jeden Fall bringen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und Peace.